Hallo und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein weiteres leckeres Frühstücksvideo. Und zwar gibt es dieses leckere Omelette mit Spinat und Käse. Und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Als Zutaten benutze ich 3 Eier, ungefähr 50 Gramm geriebenen Käse, ich habe Cheddar benutzt, eine Scheibe Salami kleingeschnitten, etwas Butter, eine Handvoll Babyspinat, ein bisschen Tomate und ein bisschen Gurke. Und jetzt können wir auch schon loslegen. So, ich fange an, indem ich das Omelett mache. Dafür nehme ich die 3 Eier, verquill sie gut, es kommt ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz dazu und gut verrühren. Für das Omelett wird die Pfanne schon heiß. Ich gebe jetzt die Butter zu. So, das müsste reichen. Da kommt jetzt die verquirlten Eier kommen jetzt dazu. Und die ersten paar Sekunden kann man das noch so ein bisschen verrühren, damit es ein bisschen fluffiger wird. Jetzt tue ich schon mal die Handvoll Blattspinat darauf. Und die geschnittene Salami. Und der geriebene Käse. Das wird jetzt rübergeklappt. Und jetzt wird die Pfanne sehr klein geschaltet. Jetzt lasse ich es ein bisschen, ungefähr eine Minute von dieser Seite, und dann werde ich das Omelett wenden und dann nochmal eine Minute von der anderen Seite braten. Während das Omelett brät, kann ich schon mal die Deko vorbereiten. So, das Omelett ist jetzt fertig und dazu tue ich noch eins von meinen leckeren selbstgebackenen Brötchen. Das war das Blumenbrot, könnt ihr oben im Link nochmal anklicken. Da ist das Rezept und fertig ist das leckere Frühstück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.